Ja, es ist eine große Freude. Es fehlt noch 2000 Euro für alle 20.000 Metallbibel. Also 38.000 Euro sind schon angekommen für Wacken. Und 40.000 kostet die Bibel jetzt, die 20.000 Metallbibel für Wacken. Wir haben 16.000 Balkenbibel in Deutsch und dann haben wir 2.000 in Spanisch und 1.000 Exemplare in Englisch und 1.000 in Polnisch. So, das ist echt eine große Freude, dass wir in Wacken kommen können mit so vielen Bibeln. Es ist ja etwa 120.000 Besucher, so das ist ein großes Festival. Ich möchte trotzdem das auf eure Herzen legen. Da können wir vielleicht machen ein bisschen gerade so. Wir bekommen ja auch diese 2200 CD für Kinder, die wir auch dort verteilen. Und das ist für uns eine große Sache, die liegt auf unser Herzen. Die Kinder sind so wichtig, dass wir das Evangelium bekommen, so früh wie möglich. Und diese CD ist ja von Daniel Kallach mit gute, tolle Lieder plus eine Geschichte, was er erzählt. Und diese wird bestimmt in viele Autos auf der Heimfahrt gehört werden oder zu Hause. So, ich denke, dass diese CD, und das brauchen wir noch etwa 2500 Euro. So, das ist ja nur ein paar Tage. Wir starten am Sonntag, sind wir in Wacken und wir treffen uns in der Gemeinde in Iserlohe um 2 Uhr. Und dann starten wir mit Informationen und ein bisschen Berichte, wie wir arbeiten. Und dann werden wir auch abends um 19 Uhr einen Lobpreisabend haben in die Baptistengemeinde in Iserlohe. So, wir freuen uns auf diesen Einsatz und ich möchte eine große herzliche Dankeschön sagen für alle Hilfe, auch von Mitarbeitern, von der Gemeinde dort und alle, was so vorbereitet ist. Wir werden etwa 60 Leute sein, vielleicht sogar mehr. Und dieser Einsatz liegt so einmal unser Herzen. Und ich möchte trotzdem sagen, so danke für alles, was ihr gemacht habt. Das ist für Jesus und darum sind wir auch in Wacken. Wir lieben auch die Menschen in Wacken. Wir wollen das Beste geben und das ist das Botschaft von Jesus Christus. Und das ist ja toll, dass wir Gottes Wort verbreiten können mit den Zeugnissen hier drin von verschiedenen Bekannten und auch Unbekannten Rockmusiker, was die erlebt haben mit Jesus. Ja, wir sehen uns bald in Wacken. Am Sonntag sind wir da. Alles Gute und Gottes Segen. Ciao.